Dann verabschieden wir uns mal von hier und ziehen wieder Richtung Norden. Oh, bin ich falsch abgebogen? Ja. Nach Daspota. Hallo Jäger. So, das Haus war im Nordosten, ich glaube hier. Und es sind diesmal keine Wachen da, das ist schon mal gut. Wir nehmen den starken Heiltrank mit, wir nehmen den Kupris mit. Und die Armbrust könnten wir auch mitnehmen zum Verkaufen. Aber langsam haben wir so viele Dukaten, dass ich jetzt nichts mehr mitnehmen werde, wo nicht der Verdacht besteht, dass es magisch ist. Und ja, so dekadent sind wir inzwischen. Also, raus. Und wo waren wir noch nicht? Das war die Tätowierstube. Hier war das Bordell, eine Taverne. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin, bei den dreien. Und in dem bin ich mir nicht sicher. Gucken wir mal kurz hin. Nö, hier waren wir schon. So, also die drei. Fangen wir mal da oben links an. Der Tischler. In einer großen Werkstatt sind gerade drei kräftige Männer damit beschäftigt, einen neuen Mast für ein Drachenschiff anzufertigen. Der älteste der Männer kommt auf euch zu und fragt, was sucht ihr hier? Bitte etwas mehr Höflichkeit, wenn es geht. Der Mann mit der großen Zimmermannsaxt grinst abfällig. Ihr seid entweder sehr dumm oder sehr mutig. Es braucht keinen Mut, um hier zu stehen? Nur weil eure Axt größer ist als ihr? Na gut, nehmen wir das obere. Na gut, Jungs, kommt her und bringt eure Äxte mit. Und es sind vier, ja. Gut, Tirik, dahin. Können wir gleich unsere neuen Waffen ausprobieren. Hihihi. Du gehst mal dahin. Vor allem Girogon müsste jetzt ja wesentlich mehr Schaden machen mit dem Zweihänder. Und Tirik mit der magischen Axt ist halt so ein Risiko. Denn bei der Beschreibung stand, dass der Hersteller wohl mehr auf den Schaden als auf die Finesse geachtet hat oder dergleichen. Habe ich gerade auf Girogon geschossen? Entschuldigung. Ja. Also, dass die Axt von Tirik wohl so beschaffen ist, dass sie weniger Attacke hat, dafür mehr Schaden verursacht. Irgendwas in der Richtung. So, ihr Elfen, bitte nicht wieder auf unsere Leute schießen. So, du gehst schon mal in Deckung. Und greifst den aggressiv an. Ah, leider kein Treffer. Abwarten. Du haust ihn. Boah, 14 Schaden. Ja, doch. Also bei Tirik hat es sich schon mal auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt noch ein ordentlicher Treffer bei Girogon und ich bin zufrieden. Dann machen unsere Nahkämpfer auch mal endlich ordentlich Schaden. Bisher war es ja meistens so, dass die Kämpfe eigentlich nur darauf bauten, dass wir entweder Astralenergie eingesetzt haben oder dass die Elfen alle ihre Pfeile verschossen haben. Und das ist für mich nicht so ganz Sinn des Ganzen. Weder Girogon noch Tirik treffen jedoch so häufig. Ist nicht so gut. Du gehst mal einen Schritt nach hinten. Wir haben jetzt anscheinend keine Wurfwaffen mehr und gehen alle in den Nahkampf. Soweit ja auch in Ordnung, außer dass Yallen unten ein wenig in Bedrängnis gerät. Alte Option. Du gehst dahin. Gehst noch einen zurück, kannst aber leider nicht mehr schießen. Du guckst weiter zu. Du haust bitte endlich mal. Nee. Komm schon, Girogon. Ein ordentlicher Treffer. Ich will doch nur mal gucken, wie viel Schaden das so macht. So, du kannst jetzt auf den schießen. Gut, dass du vorher dran warst. Sonst wäre er wieder in Nahkampf gekommen und das Ganze wäre nichts geworden. Och, Girogon. Ich habe zwei Hände doch auch fleißig gesteigert. Na gut, vielleicht ist es allgemein ein wenig schwieriger, mit einer Zweihandwaffe zu treffen. Ich weiß nicht, ob es hier diesen... Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie der Wert hieß. Im Rollenspiel selbst gab es so einen Wert, der für jede Waffe unterschiedlich war. Ja, ganz kurz einmal töten. Der für jede Waffe unterschiedlich war,
Und die Werte wurden dann verglichen. Also halt, wenn man mit einem Dolch versucht zu parieren, ist die Parade halt wesentlich erschwert, wenn man gegen eine Ogerschelle oder so antritt. Ich weiß nicht, ob das hier schon implementiert wurde. Aber dann dürfte eigentlich mit einem Zweihänder einfacher zu treffen und schwieriger zu parieren sein. Na gut, Derek hat gerade wieder einen Treffer gelandet und wieder 13 Schadenspunkte. Das letzte Mal waren ja 14, also beide Treffer ziemlich ordentlich. Jetzt musst du doch mal ranhalten, Gerogon. Komm schon. 4 Trefferpunkte. Ich fühle mich ein wenig veralbert, dass Derek mit seiner kleinen Axt da so viel Schaden macht und Gerogon mit einem Zweihänder gerade mal 4. Und die Elfe wieder den Tag gerettet hat. Das, ja. Nee. So war das nicht geplant. Du wieder einen Schritt zurück. Der müsste auch bald fliehen. Der war Yallen. Und Yallen kann nicht zurück, weil Talana im Weg steht. Dabei hätte Talana eigentlich alle Zeit der Welt gehabt, da wegzugehen. Du haust jetzt mal den da. Und du... Was machst du? Du bleibst mal da stehen, in der Hoffnung, dass der Pirat gleich zu Yallen geht und dadurch in deine Schussbahn gerät. Und du mit deinem Zweihänder gehst hier hin. So, du gehst weg. So, er hat sie zwar nicht bewegt, aber dafür ist Mürrem schon wieder dran und kann ihn jetzt so angreifen. Du gehst einfach noch weiter weg. Und du bleibst da stehen und schießt auf ihn. Und er flieht. Sehr schön. Gerogon, deine letzte Chance. Und es wird nichts. Du stellst dich mal dahin. Komm schon. Nee. Also von dem Zweihänder bin ich nicht überzeugt. Entweder von dem Zweihänder oder von Gerogon, eins von beiden. Ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Komm, Computerkampf. Und es ist wieder die Elfe, die den ganzen Schaden macht. Nein, Talana. Ah, jetzt hat Gerogon doch mal getroffen und hat wenigstens 8 Trefferpunkte gelandet. Na gut, was haben wir hier? Wir haben jede Menge Skrajas. Wir haben ganz viel Schnaps und Silberschmuck. Das brauchen wir nicht. 12 Abenteuerpunkte. Wir haben 3 Kriegsbeile, 3 Seile, 3 Hämmer, 2 Wurfbeile. Da das von allen so viele sind, also Beile, Hämmer, Wurfbeile, denke ich mal nicht, dass sie magisch sein werden. Das heißt, wir lassen die alle hier liegen. So, dann ist Yallen mal ganz kurz 1-2 Einbeeren und dann können wir schon im nächsten Haus weitermachen, denn wirklich viel Schaden haben wir ja nicht bekommen. So, ja, also das hätten wir, dann nehmen wir jetzt mal das andere Rosa, ne? Und gucken, was hier drin ist. Ein Wirt, ah, schon wieder eine Kneipenschlägerei. Hinter der Theke der Herberge, ach so, eine Herberge ist das, steht ein kleiner Mann mit schütterem Haar und einer krummen Nase, der euch geflissentlich übersieht. Erst nach einer ganzen Weile schaut er auf und nach einer kurzen Musterung meint ihr, ihr seid aber keine Sicheln, oder? Was ist eine Sichel? Also, ich weiß, was eine Sichel ist, aber das scheint hier irgendeine Vereinigung zu sein. Oder Gruppierung. Das mögen die Götter verhindern. Dann seid ihr hier denkbar falsch. Ohne ein weiteres Wort wendet er sich wieder seiner Theke zu, um intensiv ihre Maserung zu studieren. Na gut, also er will sich wohl nicht mit uns anlegen, was ich auch verstehen kann. Und das sollten wir auch nicht weiter forcieren. Die anderen Leute haben wir ja meistens nur angegriffen, weil es halt Piraten waren und weil sie ziemlich dreist aufgetreten sind. Aber einen einsamen, schütteren Mann, den werden wir jetzt nicht zusammenschlagen, nur um an ein paar Dukaten ranzukommen. Also gucken wir uns das letzte Haus hier in diesem Dreierblock nochmal an. Eine Hure. Im Empfangsraum des nach billigen Parfum stinkenden Gemäuers kommt eine imposante Dame auf euch zu und erklärt barsch, Leute wie euch wollen wir hier nicht. Leute wie uns? Stinkreiche Leute? Wir wollen solche Leute auch nicht? Das klingt komisch.
Wieso? Stinkt unser Geld so wie euer Haus? Euer Geld stinkt, ihr stinkt und weder meine Mädels noch meine Kasse können in irgendeiner Form glücklich mit euch werden. Ihr sprecht eine deutliche Sprache. Nicht deutlich genug scheint mir. Ich sehe euch jedenfalls immer noch hier stehen und ehrliche Kunden vergraulen. Ehrliche Kunden in das Pota, genau. Verschwindet oder ich lasse euch das Genick brechen? Ah ne, komm. Wegen dem Spruch gehe ich jetzt zurück. Jetzt versuche ich die noch ein bisschen mehr zu provozieren. Wir können euch noch unglücklicher machen. Das reicht jetzt. Mädels, macht sie fertig. Mädels? Oh, diesmal haben die wohl keine Wachen. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen die Prostituierten selbst. Na gut. Bewaffnet scheinen sie ja zu sein. Schon ist die Hemmschwelle gleich null. Und töten. Einmal 8 Treffer. Oh, die haben auch Bögen. Das ist nicht gut. Das wäre ja fast ein fairer Kampf. Du bleibst da mal stehen. Und die können natürlich im Nahkampf schießen. So viel zum fairen Kampf. Du gehst dahin. Oh, 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 oh. Das könnte schmerzhaft werden. Weil Fernkämpfer an sich ja meistens wesentlich häufiger treffen als die Nahkämpfer. Und wir haben hier mit... Wie viel waren das? Müssen wir gleich mal gucken. Formnictus. Oh, du stehst falsch. 2, 3, 6 Fernkämpfer haben wir es zu tun. Also, zaubern. Kampf. Formnictus. 13 Trefferpunkte. Sehr schön. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die nicht allzu viel aushalten. Du gehst daran. Und du haust den. 14 Trefferpunkte. Oh, ich liebe die Axt. Ah, Zauber misslungen. Schade. Du haust die da. Und du schießt wieder auf die andere. Die müsste jetzt eigentlich demnächst... Ah, schön. Die erste flieht. Und du stellst dich wo hin? Hinter Tirik und schießt auf die vor Gerogon. Ja, doch. Der Anfang sah zwar ein wenig schlecht aus, weil alle auf uns geschossen haben oder auch gleich getroffen. Aber jetzt, wo zwei fliehen, kriegen wir das schon hin. So, du stehst da eigentlich ganz gut. Du kannst wieder drauf. Nein, 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 nein. Du kannst wieder drauf schießen. Tirik bräuchte gleich ein neues Ziel. Genau, du kannst mal dahin gehen. Ich hätte es ganz gerne, dass alle meine Nahkämpfer so 7 Bewegungspunkte haben. Also fast nichts im Inventar. Das wäre schon richtig praktisch. Also ja, wir könnten es mit Acceleratus hinbekommen. Aber dann müssten wir halt im Kampf jedes Mal direkt uns daneben stellen, draufzaubern. Und das ist ein bisschen zu viel Arbeit. Aber ich hoffe einfach mal später, wenn wir genug Körperkraft haben, dass sich das dann erledigt. So, du haust die. Mürrem, du stehst da unten. 9 Treffer, sehr schön. Die müsste auch gleich fliehen. Du wartest ab. Du standest richtig. Ja, du kannst die vor Gwendolyn anschießen. Und Gerogon, bitte einmal einen ordentlichen Treffer mit deinem Zweier. Also ja, es ist kein richtiger Zweier, denn es ist ein Bastardschwert, das man eigentlich auch einhändig führen könnte. Auch wenn sowas ziemlich schwierig ist. Aber trotzdem hätte ich mir das wesentlich imposanter vorgestellt, selbst wenn es nicht magisch wäre. So, alte Option. Die nächste flieht. Irgendwie sind bisher alle geflohen, fällt mir so auf. Aber jetzt habe ich mal die Möglichkeit, in den Rücken zu schießen. Er sagt in die Seite. Na, und daneben. Oh. Du hast keine alte Option. Ja, stimmt, die ist geflohen. Und Yellen hat sich in den Weg gestellt. Wie viele Bewegungspunkte hast du? Du hast nur 5. Ah, das klappt nicht. Dann stell dich mal dahin. Damit du dann gleich nächste Runde Yellen im Weg stehst. Nee, das ist nicht gut. Bleib da stehen in der Hoffnung, dass Gerogon weggeht und die Streunerin dahinter so stehen bleibt. So müsste das hinhauen. Abwarten. Draufhauen.
direkt läuft dahin. So, jetzt müsste die auf jeden Fall da stehen bleiben. Oh, Quellen kriegt schon wieder Schaden. Müsste ich mir gleich mal angucken, wie viele Lebenspunkte sie inzwischen noch hat. Ah, oh, das sieht gut aus. Und die nächste flieht. Mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas an Beute machen. Wenn die jetzt alle hier fliehen. Aber ich denke mal, die drei hier werden es schwer haben, noch wegzukommen. Vor allem, wenn Tirik 2 miteinander dran ist und gleich 9 und hinterher 14 Trefferpunkte landet. So viel dazu, dass wir mit der Axt seltener treffen werden. Hm? So. Da ist es jetzt auch gerechtfertigt, dass der Streuner schreit wie eine Frau, denn es ist doch eine. Du sicherst, du stellt sich mal einfach hier in den Weg. Abwarten, Tirik ran und in den Rücken geschlagen. So, nächste flieht. Du probierst mal dein Glück. Na also, die hätten wir auch noch erwischt. Du gehst mal dahinter, damit Tirik den gleich auch von der Seite angreifen kann. Und du gehst da an die Seite, damit eine Elfe auch noch in den Rücken schießen kann. Wir sind ja gar nicht gemein oder so. Nee, da stehen bleiben und angreifen. Ah, ich hätte gedacht, das wäre jetzt schon genug. Aber da will jemand noch eine Axt im Rücken spüren. 11 Trefferpunkte, schöne Sache. Du stellst dich da im Weg. Und Geroban trifft auch. Oh, 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 oh. Das ist jetzt eine interessante Wendung. Talana, lauf mal weg. Da jetzt wahrscheinlich, wie viel waren das jetzt? 4 von den Dirnen hier rausgelaufen sind. Was bestimmt recht kurios gesehen hat, wenn die plötzlich durch die Straßen laufen. Sind jetzt die Wachen angetanzt. Das könnte ein Problem werden, da die Elfen da so im Weg stehen. Na, aber die wollen Fernkämpfer spielen. Das können wir auch. Fulminictus auf den. Du. Nee, ich denke, die Nahkämpfer schaffen das da oben schon alleine. Also gehst du mal dahin. Und fängst auch Zaubern an zu schmeißen. So, Tirik. Ah, schade. Gerugon. Ah, na also. Geht doch. Du. Kampf. Fulmin. Auf den. Misslungen. Schade. Oh, und jetzt kommen die in Nahkampf. Das ist gar nicht gut. Gerugon, renn mal zur Rettung. Du auch. Können wir uns da vorbei schlängeln? Nein, können wir nicht. Dann muss die Elfe da gleich mal raushuschen. Du. Ja, das ist ein wenig ungeschickt. Wir müssen es ja so positionieren, dass die Elfen auch freie Schussbahn haben, aber nicht im Nahkampf sind. Und hier sind so viele Mauern im Weg. Na gut, geh erstmal nach hinten. Dann lassen wir die Nahkämpfer rankommen. Und dann um den Gegner rumgehen. Und dann können die Elfen vielleicht irgendwann wieder schießen. Lieber so, als dass jetzt irgendjemand umkippt. Tirik hat gerade den Weg versperrt. Du haust da drauf. Du sicherst weiter. Und du könntest da auf den schießen. Gut, Tirik ist dran. Tirik kann jetzt aus dem Weg gehen. Geh mal dahin. So, Mürm geht erstmal aus dem Nahkampf raus. Hier hin. Kann von hier aus noch zaubern. Sehr schön. Kampf, Fulminictus. Auf den. Und ich hoffe mal, dass dieser Kampf ein wenig mehr Erfahrungspunkte bringt. Da halt diese Verstärkung eingetroffen ist.
Und wir können ja noch ein paar Erfahrungspunkte brauchen bis zum nächsten Level Up. So, Yallen, wo stehst du? Ich kann das nicht wirklich... Da stehst du. Okay. Zaubern. Kampf. Vollmann. Auf den Pirat. 17 Trefferpunkte. Oh, das ist ordentlich. Noch ein ordentlicher Treffer von Tirik und er müsste fliehen oder umkippen. Du haust auf den. Du sicherst. Kämpfst weiter. Und ich glaube, wir können jetzt eine Weile jetzt mit dem Computerkampf anmachen. Ah, der erste flieht. Schöne Sache. Das heißt zwar... Oh, der zweite stirbt. Das heißt, dass jetzt alle Nahkampfrennen, die nicht in Nahkampf rennen sollen, aber soweit er nicht allzu viel Schaden reinkommt, passt das auch. Und so können die wenigstens nicht fliehen. Oh, Quellen kriegt was auf die Nase. Talana verprügelt einen Pirat mit ihrem Stock. Nächster ist tot. So weit, so gut. Schöne Sache. Also, wir haben Rapiere, Dolche, Weinflaschen... Noch mehr Weinflaschen, Goldschmuck. Und das war's. Nö, das wollen wir nicht. 24 Abenteuerpunkte. Ist ein wenig mau für so einen langen Kampf. Aber na gut. Was haben wir hier? Wir haben 5 Roben, 5 Goldschmuck. Ein Schlafgift, ein Ilmenblatt. 5 Goldschmuck nehmen wir mit. Und 5 Roben nehmen wir mit. Den Rest lassen wir da. So. Und jetzt geht es wieder mal nach Warnheim. So. Gewaltmarschen. Hallo Jäger. Und zuallererst zu unserem Lieblingstempel. Und da wir hier so oft reingehen, spenden wir gleich nochmal. Und zwar diesmal 200 Silberstücke. Speichern, LP 56 und wir sehen uns gleich wieder.